Okay, gut, dann haben wir uns langsam ein bisschen eingespielt, vielleicht. Ja, gucken wir mal ein bisschen auf die Karte. Und zwar, was haben wir jetzt vor als nächstes in Craftopia? Mal abgesehen davon, dass wir die deutsche Synchro, beziehungsweise Synchro sage ich jetzt schon, die deutsche Übersetzung genießen können, die werden wir natürlich auch hoffentlich genießen, können wir uns auch um sowas hier kümmern. Um die kleinen Dinger. Das habe ich ja das letzte Mal schon angekündigt, als wir letztes Mal Craftopia gespielt haben, noch außerhalb vom Livestream. Das ist halt eben, jetzt ist es live, davor war es als Video. Es ist so ähnlich wie Palworld. Nee, nicht wirklich. Hat sehr viel Ähnlichkeiten mit Zelda Breath of the Wild. Vielleicht kannst du dich einfach mal berieseln lassen und mal gucken, ob dir es dazu sagt, was du hier siehst. Weil, wie gesagt, ich finde, es hat sehr viele Zelda-Vibes auf jeden Fall. Es sind sehr viele Frauen hier drinne, die aussehen wie Zelda. Hast du verstanden? Zelda-Vibes. Das war so ein schlechter Witz, dass das Spiel jetzt stehen geblieben ist. Oh Gott, guck mal, jetzt ist das Spiel boykottiert meine schlechten Witze. Oh Gott, es ist sehr, sehr. So, jetzt habe ich eine Seelenkugel. Instant Karma. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe mir doch gerade ein Ding gesetzt hier auf der Karte. Aber leider sehe ich es dann nicht an der Karte. In die Richtung muss ich. In die da? Nee, die andere. In die da. Warte. In die. Ach, da oben ist meine Markierung. Ja, sie hatte ich jetzt gerade nicht so richtig gesehen. Ja, sollte ich überhaupt im Dunkeln agieren? Eigentlich sollte ich im Hellen agieren, weil das viel schöner ist, ne? Aber es hat ein bisschen mystischen Flair, ne? Das ist Harry Hoppler. Das ist der Harry Hoppler. Ich habe tatsächlich ein paar Harry Potters gesehen an Fastnacht. Jetzt hier, aktuell ist ja Fastnacht, ne? Und am Donnerstag ging ja die Straßenfastnacht hier überall los in unseren Gebieten. Und da habe ich ein paar Harry Potters gesehen, tatsächlich. Aber ganz, ganz viele Spider-Männer. Ist wirklich so. Mein Sohn ging als Spider-Man und ich habe, glaube ich, mindestens vier andere Spider-Männer gesehen. Das ist halt schon, ne? So, warte. Eigentlich muss ich in die Richtung hier wieder, ne? Da. Ja, die Schafe bringe ich jetzt mal nicht um. Ich könnte sie umbringen, um meine Macht zu demonstrieren gegenüber Schafen, aber wie komme ich da überhaupt hoch? Vielleicht, wenn ich einen Trick benutze. Also, wenn ich jetzt irgendwie auswärts da so hochgehe oder sowas. Ja, da vielleicht, da hinten rüber. Weil ich glaube, die Wand hochzuclimben wäre in meinem jetzigen Zustand vielleicht noch ein bisschen zu. Dann hätte ich die ganze Zeit schon hier hochgehen können, da wo ich angefangen habe. Das wusste ich ja nicht. Toll. Na gut, machen wir einfach mal, ne? Dein Sohn ist aber der wahre Spider-Man, ganz klar. Mein Sohn ist. Übrigens, Zitat von meinem Sohn. Zitat, Achtung. Er ist der Chef von Spider-Man. Hat er wirklich gesagt? Ich komme hier nicht hoch. Er hat wirklich gesagt, er ist der Chef von Spider-Man. Weil es gibt bei Spider-Man, ich weiß nicht, bei irgendeiner Kinderserie von Spider-Man, gibt es ja einen, der so ein bisschen die Befehle erteilt. Und der wollte er sein. Er wollte nicht Spider-Man sein, sondern er wollte der Chef Spider-Man sein. Da komme ich so nicht hoch, glaube ich, oder? Kann ich auf den Baum? Kann ich ein bisschen. Oh, warte mal. Wenn ich ganz, ganz viel Glück habe. Und nein, nein, nein! Oh, nein, 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 nein! Ich dachte, wenn ich ganz viel Glück habe. Vielleicht, wenn ich den richtigen Winkel erwische, beziehungsweise im richtigen Moment. Ah, wobei, jetzt geht's, oder? Jetzt komm mal, nein, ah, Mann! Hä? Ach, ich bin einfach den Wasserfall hochgeschwommen. Okay, ich hab's geschafft. Ja, also, liebe Leute da draußen, einfach mal den Wasserfall hochschwimmen und. Was ist denn das für ein Bug? Ich kann durch den Stein durchgucken. Okay. Es gibt einen tollen Tipp zum Klettern. Ich glaube, der Doppelsprung, ne? Ich glaube, der bringt einem beim Klettern. Der verbraucht keine Energie, glaube ich, ne? Glaube ich. Irgendwie so war das. Ich habe das nämlich bei Gronkh gesehen, als er damals Craftopia gespielt hat. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Jopp. Ah, da habe ich richtig gemacht. Ah, siehst du mal. Hallo, Benji. Ich bin Toffee, ich bin intelligent. Oh, sind hier viele Pilze. Oder was ist das? Nee, das ist was anderes. Klee.
Und da geht gerade wieder die Sonne auf. Guck mal, kaum habe ich diesen Bereich entdeckt, bin durch die Hölle gegangen in der Nacht. Geht die Sonne wieder auf und alles ist schön. Alter, cool. Oh, da will ich auch hin. Und da unten sind Gegner. Alter, Alter. Oh Gott, ich habe Angst. Ich bin momentan aber auch wirklich sehr, sehr schlecht aufgestellt, ne, was Waffen und so weiter angeht. Also da bin ich echt ziemlich schlecht. Und leider rüttelt es ja immer noch ein bisschen. Das Autospeichern. Vielleicht müsste ich das Autospeichern ausstellen. Kann man das ausstellen? Weil das sorgt dafür, dass es tatsächlich immer wieder stehen bleibt. Ja, nehmen wir mal Grafik. Ja, geht. Okay, warte mal, dann mache ich das mal. Da muss ich mich halt dran gewöhnen, dass ich halt immer wieder selbst speichere. Also Maus. Ne, das ist Einstellung der Eingabe. Ingame-Einstellungen. Warte mal. Ach, hier oben. Ja, hier oben. Alle 15 Minuten? Machen wir erstmal alle... alle 30 Minuten. Okay, alles klar. Genau. Machen wir es einfach so. Zur Not verliere ich dadurch eine halbe Stunde. Ist vielleicht verkraftbar, oder? So. Gut. Machen wir das auch noch. So, wo ist jetzt hier... Also wie gesagt, Klee habe ich entdeckt. War das das, was ich brauchte? Dieser Klee? Ja, wahrscheinlich, ne? Hier ist Klee. Genau das war das Teil, was ich brauchte. Und jetzt muss ich das nächste Teil finden. Das ist... auf der Karte wo? Ich finde hier nur Zeug, was ich looten kann. Ah, da unten. Ah, das ist bestimmt da bei der Hütte. Oder? Nein, das ist woanders. Das muss ich eigentlich auch nochmal machen, ne? Hui! Oh, das ist so schön. Zelda. Warte, ich gehe mal absichtlich da hoch, weil ich nicht weiß, was da unten auf mich wartet. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, ich höre es nämlich schon. Irgendein Gegner ist hier. Ah, die Bockblinz. Die Fake-Bockblinz. Hallo, Toda! Die Framerate ist ja besser als Spiele auf der PS5. Toda, mach dich nicht lustig hier, ja? Ich bring die jetzt um. So. Guck mal, ich treff sie nicht. Ich stehe direkt vor denen und ich treff sie nicht. Das ist einfach so traurig manchmal. Shield break. Have a break. Have a shield break. Um nicht KitKat-Werbung zu machen, Leute. Selbst die Gegner sehen aus wie Bockblitz. Nein, sämtliche Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Sonst kriegen wir wieder Ärger mit Nintendo. Das haben wir eigentlich entwickelt. Das geht doch nicht. Was ist das denn? Dankeschön, Mustang Schrimp. Vielen, 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 vielen Dank. 7 Monate dabei. Ich finde dich einfach toll und schaue dir immer wieder gerne zu. Oh, Dankeschön. Ich mache auch gerne Content für euch. Das mache ich sehr, sehr gerne. Guck, und ich werde es jetzt beweisen, indem ich jetzt... ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hinkriege. Nein, kann ich nicht. Oh, schade. Ich werde es anderweitig beweisen. Ich muss einen Hirsch umbringen! Oh. Okay, sie sind suizidgefährdet. Sie bringen sich selber um. Okay, ist okay. Ich wollte einen Hirsch umbringen, aber ich habe, glaube ich, noch keinen Bogen. Damit wollte ich euch das beweisen. Ich wollte mit einem Hirschkopf, den wollte ich jetzt bei mir ausstopfen. Hä? Hallo? 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 Hä? Was ist mit ihm? Alter! Alter, da will man einfach nur mal ganz, ganz unschuldigen Hirsch umbringen. Und dann wird man von einem Speer erschlagen. Ich glaube, das sollte ich noch nicht machen, wa? Auf den Moment habe ich gewartet. Ist das ein Motorrad in deinem Inventar? Ja, das habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Das kann ich ja jetzt mal ausprobieren.
probieren. Wie mache ich denn das jetzt? Warte mal. Wieso ist es jetzt weg? Mein Motorrad ist weg. Ach, da ist es. Ich kann es reiten. New. Also. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie lenkt sich das denn? Hilfe! Ich werde sterben! Kann ich da um den Gegner rum? Warte mal. Oh Gott, Hilfe. Soll ich es probieren? Du kannst mir nichts. Ich muss Haken schlagen, sonst wird er mich umbringen. Er trifft mich nicht. Nein, siehst du? Er trifft mich nicht. Haha, Vollidiot. Vollidiot. Haha, haha, haha. Ups. Ich brauche die Kiste. Schnell runter da. Nein, nicht da rein. So, komm schnell weg. Schnell. Schnell. Au. Was ist passiert? Was ist passiert? Alter. Ach Gott. ich kann nichts machen. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen, kann das sein? Ah ne, jetzt. Ich konnte nur mit dem Controller gerade nicht bestätigen. Ja, war ein Versuch wert, oder? Ist jetzt mein Motorrad im Arsch? Ja, das war eh nicht so. Oh Gott, und jetzt starte ich hier. Aber ich habe wenigstens noch meine Waffe. Wäre schlimm, wenn ich jetzt alles verloren hätte. Ein bisschen was habe ich verloren, aber leider, also zum Glück nicht alles, ne? Hui, hui. Und den Doppelsprung habe ich auch noch. Aber ist jetzt, was ist jetzt alles weg? Ich habe ein bisschen Angst. Warte mal, wo kann ich nochmal in mein Inventar? Hier. Ich habe noch sehr viele Sachen tatsächlich. Hier auch diese Wertsachen, die Seelenkugeln habe ich auch noch. Also, ne? Klee habe ich auch noch, oder? Da unten, ja, den Klee, ja, siehst du? Also, es ist nichts Schlimmes passiert, Leute. Selbst das Inventar sieht aus wie über Zelda. Psst! Das sieht's nicht. Nintendo hat was ganz anderes hier gemacht. Hey, listen! Nein, sowas gibt's hier auch nicht. Siehst du, also ist gar nicht wie Zelda. Wenn wir jetzt Navi gar nicht haben. Hier gibt's kein Navi, hier gibt's TomTom. Ich würde so lachen, wenn das hier gäbe. Anstelle von Navi gibt's hier TomTom. Yahut Nada, hallo. Hoppala. Ab ins Wasser. Ui. Oh. Schön. Kaltes, klares Wasser. Aber leider läuft's immer noch nicht so richtig flüssig, habe ich das Gefühl. So, also das heißt, wir können das auf jeden Fall erstmal nicht machen, was ich da gerade vorhatte. Weil der große, böse Fuzzi, der, ich traue dem nicht. Also der wird mich jetzt das nächste Mal wahrscheinlich ordentlich platt machen. Toffee ist ein Dämon. Ja, natürlich. Das ruckelt aber auch echt, ne? Können wir da noch was anderes? Ja, Geschmacksorgasmus. Dankeschön. Kann man da noch was anderes einstellen? Das ruckelt echt extrem gerade. Kann man dieses V-Sync deaktivieren? Bringt das was? Das läuft genauso gut wie das neue Pokémon. Heißt, die Spiele sind genauso gut. Ja. Es ruckelt immer noch. Die Texturen wieder runter, V-Sync aus. Texturen wieder runter? Also das heißt, ich sollte nochmal Ding machen hier. Ach Quatsch, was mache ich denn? Einstellungen! Bitte, stupide. Texturqualität auf Standard, genau. Rendering-Auflösung haben wir schon runtergedreht. Also gut, wir können natürlich jetzt auch alles Mögliche runterstufen, aber die Frage ist, irgendwann haben wir gar keine Qualität mehr, ne? Maximale FPS 60, das sehe ich. Ja, maximale. Heißt nicht, dass es passiert. Du kannst dich Fußspuren ausmachen. Okay, warte. Stimmt, braucht man eigentlich nicht, ne? Wo waren die Fußspuren? Hier, Fußabdrücke anzeigen.
So, ich wende mal an und dann mal gucken. Ja, es ist aber immer noch so ein bisschen. Es ist halt sehr, sehr... Wenn ich jetzt die FPS runterschraube, bringt das auch was? Wenn ich jetzt auf 30 gehe? Bringt rein gar nichts. Sieht genauso schlimm aus wie vorher. Okay, da können wir es auch wieder hochschrauben. Ja, viel mehr kann ich halt nicht machen, ne? Aber irgendwie, wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt einfach ein generelles Problem ist. Renderabstand von Gräsern vielleicht. Auf 69 runterschrauben. Geringer der Abstand, desto besser die Leistung. Das hier vielleicht ein bisschen runterschrauben. Ja, ich versuche es halt einfach so angenehm wie möglich für euch zu machen, aber es scheint hier gerade irgendwie was im Argen zu sein. Es ist sehr, sehr langsam, das Spiel. Sehr, sehr, sehr langsam. Und Schatten aus. Ja, machen wir auch die noch aus. Celine, hallo! Das Spiel wurde halt im Early Access von den Entwicklern verlassen, um sich auf die nächstes Projekt zu konzentrieren, da die ganzen Probleme wahrscheinlich waren. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Also, ist ja leider keine, wie sagt man, leider kein Geheimnis, dass die Entwickler hier offensichtlich jetzt nicht mehr an diesem Spiel arbeiten oder vielleicht es nur sehr stiefmütterlich behandeln, ne? Was war das jetzt noch? Was sollen wir ausmachen? Schatten aus, genau. Auflösung des Schattens ist egal, wenn wir sie aushaben. Hier. Da hier wird auch die Leistung verbessert, also. Wir haben gleich quasi gefühlt gleich alles ausgemacht, was es gibt. Ja, ich bilde mir ein, dass es ein kleines bisschen besser läuft, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Ich sollte mal meine Pilze vom Herd nehmen. Ups! Und ich sollte vielleicht mal nicht ins Wasser, ins Ding steigen. Ich wollte es nur holen, Mann, Nano! Ja, ich stehe halt in Flammen. Erstmal verbrennen. Ja, komm. Also ein bisschen unter ich stehe doch unter Strom. Ach. Ich kann einfach nichts. Toffi ist einfach zu hart. Du hast ein Holzschild. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich bald im Arsch. So kann ich ja noch sonst was machen, außer hier einfach nur freiwillig zu sterben. Gut, ich will mal gucken, was es mit dem Turm auf sich hat, was man da noch so aus alles machen kann, vom Turm aus. Also den können wir ja immer wieder upgraden, den Turm. Das habe ich ja schon bereits auf YouTube gezeigt. Für alle, die YouTube-Videos nicht kennen, schämt euch. Genau, da will ich noch gucken, ob ich den nochmal upgraden kann. Ich glaube, das müsste eigentlich gehen, ne? Bald ein Ascheschild. Oh, stell dir vor, einfach dem Gegner Asche ins Gesicht streuen. Ist besser als jeder Schild. Dann ist er erstmal blind. Oder... Keine Ahnung. Wenn mir jemand gegenüber blöd kommt und mich blöd anmacht und, ne, blöde Sprüche, ne, macht er den Mund auf. Und wenn ich da Asche reinschaue, und wenn ich da Asche reinschmeiße in den offenen Mund, ist es dann ein Arschloch? Also Arschloch? Verstanden. Ich kann jemanden zum Arschloch machen. Das ist so weird, dass ich Craftopia oder mein Luftschloss sehe, was ich da hingebaut habe. Oh, ein Luftschloss. Ja, das gibt bei diesem Spiel gibt alles Mögliche an tollen Möglichkeiten, ne? Guck mal hier. Ah. Das geht übrigens nicht in Zelda. Da kann man nicht so hochfahren, da muss man hochklettern. Das ist voll anstrengend. Deswegen ist das viel besser als bei Zelda, ja? So. So, was brauche ich alles, um es weiterzumachen? Warte, hier. Entwicklung, genau, hier. Genau, das sind die Sachen, die wir hier alle benötigen.
Genau, das heißt, wir haben Klee gefunden und die anderen Sachen, die sind dann wahrscheinlich wirklich in dem Gebiet jeweils zu finden, aber ich muss offensichtlich doch nicht genau das finden. Ich hatte jetzt eben die Befürchtung, dass ich immer genau diesen einen Punkt finden muss. Offensichtlich zeigt aber einfach nur das Areal an, wo ich die Sachen finden kann. Wir können da rein theoretisch jetzt auch hingehen und die anderen Sachen mal versuchen zu finden. Da zum Beispiel. Ich kann mich ja hier auch warpen, hierhin. Warpen. Warpen. Ich schau mal kurz, ob das geht. Schnelles Reisen. Ich warpe mich. Hier. Ich warp mich. Ich würde gerne auch hier gerade jemanden Asche beschmeißen. Wen denn? Mich doch wohl nicht, oder? Spielt Toffi jetzt über Xbox oder PC eigentlich? Weil woran hängt es so heftig? Das kann nur PC sein, weil die Xbox-Variante sieht ganz anders aus. Da habe ich auch ein Video zu rausgehauen auf der Xbox-Variante. Und dieses Video, ja genau, hier ist die Markierung, da in die Richtung, genau. Könnt ihr auch auf YouTube halt eben sehen, dieses Video. Und es ist, wie gesagt, das ist die allererste Variante sozusagen vom Spiel. Und die sieht ganz anders aus als das hier. Und natürlich dadurch, dass ich halt nebenher streame. Ich kann Dings mal machen. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Wenn ich jetzt hier nebenher den Performance-Modus einschalte von meinem Stream-Programm, kann es auch sein, dass es ein bisschen besser läuft. Ich habe das Gefühl, dass es sogar noch schlimmer läuft jetzt. Toll. Jetzt nur noch 15 FPS. Was ist mit diesem Spiel eigentlich los? Wobei, jetzt geht's wieder. Das ist immer nur der Anfang, habe ich das Gefühl. Oh, ich habe Umhänge gefunden. Toll. Guck mal. Warte mal, ich muss mich umziehen, Leute. Wo sind meine Umhänge? Wo sind meine Umhänge? Da. Oh, orangener Umhang für Männer. Nee, ich nehme den für Frauen. Einfach, weil ich es kann. Guck mal hier. Oh, habe ich nicht einen tollen Busen? Also, nee, habe ich hier nicht. Einen tollen Ausschnitt. Oder? Guck mal hier. Dämonen-Toffis Busen. Das ist doch toll. Schön, dass wir das gefunden haben. Das andere müssen wir jetzt auch noch finden. So. Aber es läuft doch jetzt ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, oder? Bisschen. Zu viel Klamotten-Toffi. Nee, nicht. Ja, zu viel sind das nicht. Ich muss mich ja nicht ständig umziehen. Ist nicht wie in Disney Dreamlight Valley. Oh Gott, Himmel. Hua. Guck mal, ihr habt gute Verteidigung bestimmt. Wieso treffe ich nicht? Guck mal, der steht direkt neben mir und ich treffe ihn nicht. Das gibt's nicht. Hier, stirb halt. Boah, ey, ohne Witz jetzt. Diese Gegner. So, die kann ich jetzt auch abhauen. Das müssten doch jetzt eigentlich die Dinger sein, die ich brauche, wenn ich das richtig interpretiert habe. Das heißt, warte mal, ich versuche mal die wegzuaxen, aber es kann sein, dass die Waffe zu... Ah, nee, die Waffe geht. Ja, das ist das. Das ist das, was ich brauche. Nice, Leute, wir haben es gefunden. Instant. Und Klamotten. Oh, Leute, ist das toll. Ich habe Klamotten gefunden und ich habe Holz gefunden. Mein Leben ergibt wieder Sinn. Jetzt sieht es doch nach stabilen Frames aus. Ja, jetzt sieht es gerade ein bisschen... Weil es dunkel ist. Da muss man halt eh nichts sehen. Mir fällt das so krass auf, weil ich Zelda so mag. Ja, eben, also, wie gesagt, Zelda Totke müsste ich auch mal wieder ein bisschen spielen. Und ja, es hat, also man kann es nicht von der Hand weisen. Es sieht halt exakt aus wie Zelda. Und ich glaube, es war ja auch das große Vorbild. Wobei ihr natürlich auch hier wieder Pokémon-like tatsächlich Tiere fangen könnt. Habe ich schon bewiesen. Ihr könnt alle möglichen Lebewesen und ich glaube auch sogar Menschen wieder fangen, um bei euch in auf eurer Farm, in eurem Zuhause oder sonst was für unkomische Sachen zu verwenden. Was auch immer. Ja. Alles möglich. Alles möglich.
Das wird noch wichtig. Ja, ich habe da gesehen, Gronkh und Tobi haben da sehr, sehr viel Schindluder getrieben, haben da Maschinerie betrieben, bei denen sie Menschen in eine Maschine gesteckt haben, die dann letztendlich weißes Zeug produziert haben. Ja, Menschen wurden in eine Maschine gesteckt und die haben dann wiederum weißes Zeug produziert. Das ist genau mein Spiel. Deswegen musste ich das irgendwann auch mal spielen, ist ganz klar, ne? War das nicht auch das mit dem Huhn? Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Es ist ja schon länger her, dass ich es gesehen habe, ne? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall kann man hier sehr, sehr fiese Sachen machen. Bock! So, habe ich langsam genug gelootet? Ich brauche halt viel Zeug, ne? Wir brauchen eigentlich auch noch viel mehr Klee. Das muss ich muss eigentlich nochmal rumlaufen und auch noch wieder neuen Klee sammeln. Aber wir sollten natürlich auch sparsam mit den Ressourcen sein. Und nicht zu schnell ausgeben. Also zu Deutsch, wir sollten clever damit umgehen. Clever, Klee, clever. Hm. Das sind heute mit meinen Flachwitzen wieder los. Ich weiß nicht, also heute ist wieder der Wurm drinne. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt schon weiß, dass später mein Trauma kommen wird. Und ich habe Angst. Ich habe fast schon ein bisschen Angst, dass mein Trauma kommt. Trauma kommt. Trauma kommt. Wieder mal Trauma kommt. Weil es war ja eine Einlösung. Es war ja ein Spendenziel. Trauma für Toffee. Und ihr dürft euch schon mal, ihr dürft schon mal rätseln, was es sein wird. Ich lese das jetzt mal nicht vor, was da im Chat steht. Ich lese das jetzt mal nicht vor. Okay, komme ich hier hoch? Warum denn nicht? Hä? Keine Ahnung. Warte mal. Ich versuche jetzt mal den Trick, den Blubnana mir gesagt hat. Warte. So, den Doppelsprung-Trick. Da verbraucht man nämlich keine Energie mit. So, da kommt man nämlich viel weiter hoch. Sehr schön. Siehste, Toffee kann auch dazu lernen. Toter Tod sagt, stell dir vor, ich hätte diese nach. Stell dir vor, ich hätte diese nach. Ja, Toder. Ja, stell dir vor, du hättest diese nach. Dann hättest du diese nach, aber nicht vor. Verstanden? Ich nicht. Diese Nachricht. Ja, blöde KI-Stimme. Stell dir vor, ich hätte diese Nachricht hier jetzt reingeschrieben. Ich fieser Toder. Ja, ihr könnt ja alle Rätsel raten. Ich habe ja niemandem verraten, worum es geht. Aber es ist tatsächlich so, meine Idee war es, als Spendenziel reinzugeben, dass ich ein Trauma überwinden werde und ich werde versuchen, in Dead by Daylight gegen Chucky anzutreten. Und Alter, ich werde mir so in die Hose kacken. Das wird so lustig. Für euch. Und für mich. Gut, ich könnte nachher nochmal losgehen und mir eine separate Unterhose nochmal irgendwo hier hinlegen. Ich habe ein bisschen Angst. Alleine? Nein, ihr dürft gerne mitspielen. Ryan, Blubnana, wer hat sonst noch alles mitgespielt? Mustang Shrimp, ich glaube, du auch nochmal oder so. Ich weiß nicht, wer alles mitgespielt hat. Ihr dürft alle, jeder, der Bock hat, darf gerne mitspielen. Toda, du darfst auch gerne mitspielen. Alles gut. Wieso muss ich heute weg? Oh, das tut mir leid. Ja, aber ich kann es ja leider nicht nach euren Terminplänen vereinbaren. Geht ja leider nicht. Es tut mir leid. So, wie viel Hunger habe ich jetzt eigentlich? Geht so. Ich esse mal wieder was. So, und jetzt will ich noch in das andere Gebiet hier dahin gehen, denn da können wir ja die anderen Ressourcen holen. Wo ist das Ding? Da, in die Richtung. Will ich gucken, ob ich die anderen Ressourcen auch noch so easy kriege wie das Holz. Aber das war ja ziemlich easy, ne? Och, kleine Mistviecher hier. Sterbt alle! Oh, warte, achso, warte, wartet mal ganz kurz, Gegner. Ich muss mal ganz kurz die richtige Waffe auswählen. Die sind direkt vor mir und ich bring sie nicht um. Das ist doch unlogisch. Sind die gegen die Waffen immun oder was ist da los? So. Ich treffe nicht. Also das Kämpfen ist echt anstrengend in diesem Spiel, ganz ehrlich.
Guck mal, die, ich schlag durch die durch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder sind die kurze Zeit irgendwie unverwundbar? Guck mal, ich schlag durch sie durch. Total dämlich.